Wir als Vita Hangi Deutschland und auch als Vita Hangi Schweiz, wir sind im Moment in Beirut, im christlichen Viertel, und hinter mir ist das Life Center. Und Vita Hangi Schweiz und Vita Hangi Deutschland, wir arbeiten durch das Life Center mit Flüchtlingen, die aus Syrien gekommen sind. Wir haben in den letzten Tagen Lebensmittel-Sandwiches gemacht. Die Kirchenleute, die Kirchenmitglieder haben Sandwiches gemacht und wir haben sie am Abend nach den Gottesdiensten verteilt. Wir waren aber auch im Lager an der syrischen Grenze und die Situation ist dort einfach katastrophal. Und wir haben auch von Pastor Sahid, der hier unser Ansprechpartner ist, gehört, dass im Moment gerade Syrer förmlich auf der Straße aufgegriffen werden, in Busse verfrachtet werden und sie werden nach Syrien zurückgebracht. Und dort erwartet sie, wenn sie nicht in dem Militär dienen wollen, erwartet sie nichts anderes als Gefängnis. Und ich möchte allen Vita Hangi Partnern in Deutschland danken für die Unterstützung hier für unser Projekt in Beirut. Und ich möchte gleichzeitig eine Aufforderung machen, hören Sie nicht auf zu geben, machen Sie weiter, reden Sie drüber, damit wir noch mehr Flüchtlinge hier mit Lebensmitteln versorgen können.